Ja, also die romanischen Sprachen aus typologischer Sicht. Es geht heute um das Französische und das Kreolische. Über das Französische haben wir schon ja verschiedentlich gesprochen, sodass ich mich da kurz fassen kann. Ich kann das also nochmal komprimiert machen. Ein bisschen andere Sachen, die wir noch nicht besprochen haben, werde ich dann da noch einbauen. Und dann gehen wir direkt zum Kreolischen über. Also ich werde Ihnen mehrere Kreolsprachen in Kürze versuchen näher zu bringen, damit man auch sieht, was da so das Besondere ist. Und ich möchte diese Kreolsprachen, sofern sie französischen Ursprungs sind oder französisch sind, dann eben auch mit dem Französischen nochmal in Verbindung bringen. Sie meinen Aufsatz gelesen haben über das Französische als exotische Sprache, dann wissen Sie auch schon, was da meine grundsätzliche Vorstellung ist. Aber zunächst mal jetzt zum Französischen. Also das Französische, das hatten wir schon mehrfach besprochen, soll hier heißen, das gesprochene Französische ist vermutlich die sonderbarste romanische Sprache. Und in der Regel liest man in den Handbüchern, dass das Französische deshalb so außergewöhnlich sei, wegen eines intensiven Kontakts mit germanischen Sprachen. Wir wissen ja, sprachgeschichtlich sind Germanen nach Frankreich gekommen, und zwar die Franken, daher heißt das auch Frankreich und Französisch und so weiter, und haben dort dann eben auch sprachlichen Einfluss gehabt. Man spricht da von sogenannten Superstrateinfluss, weil diese Germanen, also die Franken, die herrschende Schicht waren, sozusagen dann eben auch eine gewisse Modellwirkung entfaltet haben auf die romanische Sprache, die dort schon gesprochen wurde. Aber der Kreis dieser, Herrscher war doch relativ klein. Die haben dann ihre Sprache, das Fränkische, nicht behalten, sondern haben gewechselt zum Romanischen. Das hing möglicherweise auch damit zusammen, dass das Germanische eine engere Bindung zum Schriftlatein hat. Und das Schriftlatein war natürlich die vorherrschende Sprache. Man kann vielleicht sogar darüber spekulieren, inwiefern das von Germanen geschriebene Latein vielleicht auch eine gewisse Modellwirkung gehabt hat. Auf jeden Fall, germanische Sprachen spielen irgendwie eine Rolle. Aber das Fränkische ist ja dann verschwunden. Das heißt, wir wissen auch nicht so viel über das Fränkische. Und ja, das. Kann man jetzt sehr viel spekulieren, wie dieser Kontakt im Einzelnen stattgefunden hat. Wir wissen jedenfalls ein bisschen was über die Lehnwörter. Es gibt also sehr viele Wörter, die fränkischen Ursprungs sind im Französischen. Aber mit Sicherheit sind auch Eigenarten der Phonetik, Phonologie und auch der Morphosyntax irgendwie auf das Germanische zurückzuführen. Ja, wir wollen uns aber jetzt hier nicht so sehr mit der historischen Komponente befassen, sondern eher mit dem heutigen gesprochenen Französisch und seinen Besonderheiten. Aber wie gesagt, werden eben gerne dann die germanischen Sprachen geführt. Wir werden aber auch sehen, das werden wir heute sehen, dass das Altfranzösische, also das direkte Resultat dieses Sprachkontaktes, also ich meine, das Altfranzösische ist halt näher an der fränkischen Zeit dran als das Neufranzösische, dass das eigentlich noch sehr romanisch wirkte. Wir werden es jetzt nicht ausgiebig mit dem Altfranzösischen beschäftigen hier heute, aber es wird jedenfalls mal zur Sprache kommen und das wirkt wirklich noch romanisch, sodass der eigentliche Prozess der Entfernung
von den romanischen Sprachen zwar möglicherweise durch den Sprachkontakt ausgelöst worden ist, aber sich erst ereignet hat, als die Germanen, also die Franken, schon gar keine Rolle mehr gespielt haben. Und das muss man natürlich auch bei der ganzen Sache bedenken. Also der Übergang eigentlich erst vom Altfranzösischen zum Neufranzösischen enthält die Prozesse, die dazu geführt haben, dass das Französische so anders ist, also insbesondere das gesprochene Französisch. Möglicherweise sind die meisten Prozesse auch tatsächlich schon in neufranzösischer Zeit anzusiedeln, also nach 1500. Also wie gesagt, die Besonderheiten des gesprochenen Französisch sind erst sehr spät, haben sich erst sehr spät ergeben. Ja, Phonetik, Phonologie, wissen Sie schon, vierstufiges Vokalsystem. Hat das Französische, wobei die beiden mittleren Stufen im gesprochenen Französisch schon problematisch sind. Wir hatten darüber schon gesprochen. Es gibt da nur wenige Minimalpaare, sodass man auch schon sagen kann, das steht auf der Kippe zu dem dreistufigen System. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, der ja, also das muss man zumindest berücksichtigen. Also es steht zwar überall vierstufiges Vokalsystem, aber die mittleren Vokale, also offen geschlossenes D, offen geschlossenes O, sind häufig kontextbedingt und es gibt nur ganz wenige Minimalpaare. Also das vierstufige bricht zusammen. Nasalvokale, das ist natürlich eine Besonderheit. Die sind eben auch erst in neufranzösischer Zeit entstanden und Nasalvokale gibt es jetzt natürlich auch im Portugiesischen, daher gibt es auch sehr viel mehr Nasalvokale. Aber im Portugiesischen kann man die alle so darstellen, als seien das Kombinationen aus Oralvokal und Nasalkonsonant. Die Nasalkonsonanten sind ja auch bis auf wenige Ausnahmen im Portugiesischen da noch gar nicht verschwunden. Sodass der Status der Nasalvokale im Portugiesischen etwas anders ist als im Französischen, wo die Nasalkonsonanten bei der Entstehung der Nasalvokale ja verschwunden sind, und von daher eigentlich man jetzt nicht zugrunde liegend sagen kann, naja, Nasalvokale sind eigentlich Kombinationen aus Oralvokal plus Nasal, Konsonant und der Oralvokal wird dann nasaliert durch den durch den Nasalkonsonanten. Das geht im Französischen so nicht. Also wir müssen wirklich als Phoneme, man muss die Nasalvokale tatsächlich als Phoneme behandeln und kann die auch schlecht auf was zugrunde liegendes zurückführen. Es ist zwar versucht worden, ich habe das glaube ich auch schon mal erwähnt, als wir über das Französische gesprochen haben, Beschreibung der französischen Phonologie von einem Herrn Shane, der tatsächlich versucht hat, sehr abstrakt zu arbeiten und dann bei einer zugrunde liegenden Struktur angekommen ist in der Phonologie des Französischen, die sehr stark der französischen Orthographie ähnelt. Das geht, ja. Aber das macht man normalerweise nicht. Das ist eine Ausnahme. Die vordere gerundete Vokale. Das gibt es eben auch noch in Norditalien, wir hatten das auch schon besprochen, da denkt man daran, dass das vielleicht mit den Kelten zusammenhängt, also mit einer Bevölkerungsgruppe, die eine Rolle gespielt hat lange vor den Germanen, nämlich tatsächlich schon zur römischen Zeit, ist aber nicht gesichert. Die vorderen gerundeten Vokale können vielleicht auch anders erklärt werden. Es gibt sie jedenfalls, das ist schon mal auffällig unter den romanischen Sprachen, haben wir sonst auch nicht. Ja, dann gibt es Affrikaten und diese Affrikaten werden nach der altfranzösischen Zeit zu Frikativen. In altfranzösischer Zeit sind sie noch Affrikaten, das sehen wir an den Lehnwörtern, gerade im Englischen. Nehmen Sie das schöne Wort Chief, da haben Sie Tsch vorne. Natürlich ist das ein französisches Wort. Das ist aus dem Altfranzösisch Chief. Chief.
aus dem dann Chef geworden ist. Das ist nochmal, der Diphthong ist dann nochmal verschwunden, beziehungsweise der Diphthong ist vorhanden in einem bestimmten Dialektgebiet, nämlich im anglo-normannischen Bereich, also auf den Kanalinseln der Normandie und dann eben auch so im Englischen. Und in der Ile-de-France und der Champagne ja, gibt es da nur einen Monophthong, deshalb Chef. Ne? Also Caput, lateinisch Caput, wird eben zu Capu, wird dann eben zu Chef und in der Normandie eben zu Chief. Chief. Und das Ch ist dann später zu Sch vereinfacht worden. Und in englischen Lehnwörtern haben wir dann also noch Chief, Journal, Journal, eben auch J, die Afrikate, die dann eben Journal ist im Französischen, also auch vereinfacht worden ist. Ne? Also wir haben immer diese Veränderung von Afrikaten zu Frikaten. Und auch keine Afrikaten. Also auch wieder weiter entfernt vom lateinischen Lautstand. Sie haben das ja noch in Erinnerung, ich hatte das ja in dieser Tabelle dann dargestellt. Ja, besonders auffällig natürlich der Wortgruppenakzent, auch das eine Besonderheit unter den romanischen Sprachen, aber wirklich nur im Französischen, so ein ganz kleines bisschen dann noch auf der Sprachgrenze im nordokzitanischen Bereich durch den Einfluss des Französischen. Aber eigentlich ist das nur im Französischen, und zwar wirklich nur im Französischen, auch andere Ile-de-France-Dialekte, andere Languedoc-Dialekte haben zum Teil Wortakzent. Also der Wortgruppenakzent ist tatsächlich, beschränkt sich tatsächlich auf das Dialektgebiet in der Ile-de-France, der dann zum Französischen geführt hat. Oder das dann, diese Dialekte, da gibt es dann eben den Wortgruppenakzent und das ist eben auch das, was im Französischen geschehen ist. Auch erst sehr spät, also wie gesagt, im Altfranzösischen haben wir noch Wortakzent und wir haben dann irgendwann zwischen Altfranzösisch und Neufranzösisch verschwindet das zugunsten des Wortgruppenakzents, also syntagmatischen Akzents, den wir heute im gesprochenen Französisch haben. Ja, dann haben wir Enchaînement, Liaison. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also das Ganze beruht darauf, dass eine CV-Silbenstruktur präferiert wird. Also Silben sollen mit Konsonant beginnen. Manchmal gibt es einen komplexen Anfangsrand. Oh, dann gibt es dann noch hier das kleine C, steht für eine eingeschränkte Menge von Konsonanten. Also nach einem Konsonant kann dann noch sowas stehen wie R oder L, insbesondere R. Aber mit der Ausnahme dieser besonderen Konsonantenabfolge, die man Muta cum liquida nennt, haben wir eigentlich nur CV-Silbenstrukturen. Das heißt, wenn ein Wort mit Vokal anlautet, wird nach Möglichkeit ein vorausgehender Konsonant in den Silbenanfangsrand verschoben, damit die Silbe mit Konsonant beginnen kann. Das ist eben das Enchaînement. Also ein eigentlicher Auslautkonsonant wird in den Anlaut verschoben. Also man spricht dann auch von Resyllabierung, damit eben die CV-Silbenstruktur garantiert ist. CV eben C für Konsonant, V für Vokal. Also immer Konsonant, Vokal. Nach Möglichkeit. Das nennt man Enchaînement. Und die Liaison ist halt ein Sonderfall des Enchaînements, also auch nichts wirklich Schlimmes. Die Liaison funktioniert halt so, dass auch wieder ein Konsonant im Anfangsrand erscheint. Das ist halt ganz wichtig. Ja, bei der Liaison geht es um Konsonanten im Anfangsrand von Wörtern. Dieser Konsonant ist aber ja, im Auslaut des vorhergehenden Worts normalerweise nicht vorhanden. Der ist also irgendwie nur latent da vorhanden, wie man manchmal sagt. Also ist eben gerade kein Auslautkonsonant, weil das manchmal liest man das so. In Staatsexamenslasuren, wenn die hier so erklärt werden soll, dann steht da irgendwie, es geht um Auslautkonsonanten. Nein, das ist eben das. Bei der Liaison gibt es eben keinen Auslautkonsonanten.
Nur im Anlaut einer Silbe taucht plötzlich ein Konsonant auf, der irgendwie früher mal vorhanden war im Auslaut des vorangehenden Wortes. Das ist halt das Sonderbare an der ganzen Sache. Es geht halt wirklich um den Silbenanlaut bei der Niese. Und der Grund ist eben, dass man diese CV-Silbenstruktur herstellen will. Auch das ist eine gewisse Besonderheit in den romanischen Sprachen, obwohl natürlich CV-Struktur in vielen Sprachen die präferierte Silbenstruktur ist, vielleicht sogar überall auf der Welt. Sie kennen das im Deutschen, da haben wir auch das Problem, wenn ein Wort mit Vokal beginnt, dann möchten viele Sprecher des Deutschen da noch so einen merkwürdigen Konsonant, den Kehlkopfverschlusslaut einbauen. Deshalb sagen eben gerade norddeutsche Sprecher sowas wie aber, ein, es, außer, so ein Knacklaut davor. Also wie gesagt, Vokalanlaut ist irgendwie unschön. Das ist halt in vielen Sprachen der Fall. Vielleicht gibt es sogar in allen Sprachen so einen Wunsch nach CV-Silbenstruktur. Ja, kommen wir zum Morphosyntax. Das hatte ich Ihnen auch schon vorgeführt, das kennen Sie schon. Also ich habe hier diese Abkürzung R für das, was Referenz hat, was auf irgendetwas referiert. Das ist meistens so was Nominales. Und P für das, was prädiziert, das ist meist irgendwas Verbales. Also diese Slots, ein bisschen so Konstruktionsgrammatik. Das referierende Element und das prädizierende Element. Und dann habe ich hier noch klein r, das sind so referierende Elemente, die andere referierende Elemente wieder aufnehmen. So Affixe vielleicht. Dann habe ich hier diese TAM-Gruppe, also Tempus Aspekt Modus wird da markiert. Und dann haben wir so diesen Minimalsatz. Der besteht halt tatsächlich aus der Kombination von einem referierenden Element mit einem prädizierenden, dann kommt dann noch TAM rein, optional, und dann noch so kleine R's. Was das ist, schauen wir uns am besten am Beispiel an. Was sehen Sie im nächsten Satz? Moi, le président, je l'ai vu. Das ist der Satz, den wir hier auch schon mal hatten. Und da sehen Sie moi referiert, le président referiert. Und das ist jetzt kein Minimalsatz, weil da mehrere Referenten drinstecken. Und dann kommen diese pronominalen Elemente, die halt sozusagen die Gruppe um das Verb bilden, also klein r, je, ö, das Objekt, was dann hier aufgegriffen wird. Dann haben wir e, das ist das TAM, das ist halt das Tempus-Kennzeichen, Territum. Und pa ist noch eine mögliche Negation, die man da einschieben kann, die passt da auch noch rein. Und ü ist dann das Vollverb in einer bestimmten Form, natürlich auch nochmal Tempus-Kennzeichen. Oder Sie sehen das andere, da haben Sie wieder moi le président, je vais le voir, da haben Sie je, das pronominale Element, ve ist dann das TAM-Element, also drückt hier Futur aus, le ist dann wieder ein pronominales Element und voir ist dann das Vollverb, das eigentlich Prädizierende. Wie gesagt, je l'ai vu, je l'ai pas vu, je vais le voir ist jeweils immer eine Einheit, die also auch ein phonetisches Wort bildet. Und die drei phonetischen Wörter in dem Satz sind moi, le président und dann je l'ai pas vu. Je vais le voir, das ist das dritte. Und das will ich hier schematisch zum Ausdruck bringen. Vielleicht wundert es jemanden, dass es einmal je l'ai pas vu heißt. Das heißt also, erst kommen die pronominalen Elemente, dann die TAM-Gruppe, so wie das auch oben im Schema steht, zweimal R, dann TAM. Und bei je vais le voir ist erstmal ein R, dann das TAM-Element, V und LE wieder ein referenzierendes, aber eben mehr so ein Affix-Element, was das Le Président wieder aufgreift. Also eine etwas andere Reihenfolge. Eigentlich unschön, wäre ja schöner, wenn es auf Französisch hieß, je le vais voir, aber wir wissen aus der Fehlerlinguistik,
Und wir wissen aus Substandardvarianten, dass es das tatsächlich gibt. Dass tatsächlich das Objektpronomen manchmal auch beim Futur vor das Verb gezogen wird, vor das konjugierte, von den konjugierten Anteil des Verbs, also vor das TRM-Element. Also das gibt es tatsächlich schon als Variante, noch sanktioniert als sogenannter Fehler, aber Sie sehen, es zeichnet sich ab, dass das Schema, was wir oben haben, verallgemeinert wird. Also man kann da Sprachwandel im Verlauf sehen, in vitro, wie man so schön sagt, und das ist tatsächlich offensichtlich so, dass vor dem TRM-Element der Slot ist für das Pronominale, das Referieren. Klein R, weil das eben die eigentliche Gruppe, Nominalgruppe wieder aufgreift. So eine solche Farbe ist. Dann zu den Wortarten. Es gibt natürlich Inhaltswörter im Französischen und Funktionswörter. Funktionswörter hatten wir oben schon. Gerade diese Funktionswörter sind eben die, die oft keinen Akzent tragen und beteiligt sind an der Bildung größerer Einheiten, sogenannter Morphonetik, phonetischer Wörter. Pronomina, Artikel, Präpositionen, Konjunktionen, Partikeln tragen üblicherweise keinen Akzent. Manchmal schon, wenn die Präpositionen etwas länger werden. Aber das sind eben genau diese Dinge, die sich so anlehnen an andere. Und bei den Inhaltswörtern haben wir eine Nomen-Verb-Unterscheidung, das hatten wir auch schon thematisiert, dass die nicht immer ausgeprägt ist, dass es tatsächlich auf die Stelle in unserem Schema ankommt. Ich hatte Ihnen das Beispiel von Travail genannt. Travail kann man im gesprochenen Französischen nicht identifizieren als Substantiv oder Verb. Man kann es nur an dem Kontext erkennen. Le, davor steht, könnte das natürlich auch das Objektpronomen sein. Je le travaille, ich bearbeite es, je le travaille. Aber le travail, difficile, da sehen wir eben, das ist ein Nomen. Also die Nomen-Verb-Unterscheidung ist sehr stark an die Position in der Äußerung gebunden und sonst schon ein bisschen, ja, defekt, kann man sagen. Im Vergleich zum Deutschen, wo wir oft Nomen-Verb-Unterscheidung schon an der Wortform erkennen können. Das ist sicherlich sehr interessant. Hat natürlich auch was zu tun mit dem größeren Rahmen. Wenn Sie das mit dem Englischen vergleichen, da haben wir auch so eine schwache Nomen-Verb-Unterscheidung, das ist dann noch schwächer. Nur das Englische ist ja praktisch schon eine isolierende Sprache. Aber man kann vielleicht, wenn man jetzt so ganz großspurig irgendwas über den europäischen Sprachbau sagen möchte, kann man halt sagen, auf der einen Seite verschwindet die Nomen-Verb-Unterscheidung, Französisch, Englisch. Auf der anderen Seite, in anderen romanischen Sprachen oder im Deutschen oder eben auch im Slawischen ist die Nomen-Verb-Unterscheidung wirklich ein stärkeres Gewicht. Es gibt eine Kategorie der Adjektive, die natürlich irgendwie verwandt ist mit den Nomina. Ich habe sie hier dann nochmal speziell aufgeführt, damit wir die Wortarten einigermaßen vollständig haben. Und das sind halt die Inhaltswörter, Nomina, Verben, Adjektive. Und die Funktionswörter haben sie dann darunter, Pronomina, Artikel, Präposition, Konjunktion und Partikel. Ja. Wobei natürlich Funktion auch ein bisschen undeutlich ist, das kann man unterschiedlich auffassen. Partikel können eben auch Diskursfunktionen haben, nicht nur grammatische Funktionen, so Präpositionen, Konjunktionen, Artikel, Pronomina haben eher grammatische Funktionen. Ja, das brauchen wir aber nicht zu vertiefen. Dann, was ich Ihnen noch nicht erläutert habe zum Französischen, was ich Ihnen aber erläutert habe zum Italienischen, deshalb sollten wir uns das Französische auch nochmal anschauen, weil das Französische da noch radikaler ist, ist die Frage der Deiktika, also dieser Elemente, die irgendwas mit dem Zeigen zu tun haben. Also zum Beispiel Lokaladverbien, aber natürlich auch Demonstrative.
Und bei den Lokaladverbien haben wir ici und là, also proximal und distal werden unterschieden, also nur zwei Stufen. Ja, nur zwei Stufen. Sie erinnern sich, beim Italienischen hatten wir auch noch medial, damit hatten wir auch bei Spanisch, ne, also dreistufig, katalanisch auch, überhaupt der ganze iberische Raum dreistufig, italienisch dreistufig, wobei wir gesehen haben, dass Codesto, die mittlere Stufe, der medial, schon im Verschwinden begriffen ist, ne, also die nächste ist der zweiten Person, also beim Angesprochenen, also verschwindet. Wir haben dann aber auch gesehen, dass sich das italienische System erneuert, sodass wir gerade bei den Lokaladverbien im Grunde vier verschiedene haben. Qui, qua, für das Näherliegende, aber da können wir nochmal unterscheiden. Das hat auch so ein bisschen funktionalen Charakter, den man schwer herausfinden kann. Qua bei Strecken, Räumen, qui bei Punkten, li eher bei Punkten, la wieder bei Strecken, Räumen, auch vielleicht weiter weg. Also das ist nicht so ganz klar, habe ich versucht zu ermitteln, ist aber nicht wirklich mir gelungen, das genau herauszufinden. Da spielen auch so Sachen mit eine Rolle, dass man vielleicht nochmal wechseln will bei den Zeigeelementen. Ne? Gut, also das ist im Französischen nicht so. Zwei Stufen, im Grunde ein sehr einfaches System. Und es wird noch schlimmer bei den Demonstrativa. Die Demonstrativa sind im Grunde verschwunden im Französischen. Man spricht zwar von Demonstrativpronomen, aber das sind eigentlich mehr anaphorische Pronomina, beziehungsweise sowas wie Identitätspronomina. Ne? Also se, set, set, also se, Maskulinum, set auch Maskulinum, aber eben vor Vokal, ne, für die Liaison, kennen wir schon, und dann set Femininum, die sogenannten attributivischen Demonstrativpronomina oder Demonstrativdeterminanten wird manchmal auch gesagt. Z. Und dann nochmal die substantivischen Sli und Cell. Aber da werden keine deiktischen Stufen unterschieden. Es wird also nur Sli und Cell gesagt und Sli und Cell sind dann eben nur noch anaphorisch, Pronomina oder Identitätspronomina. Ich habe da keine Möglichkeit, an diesen Pronomina etwas Näherliegendes oder weiter Entferntes anzuzeigen, also proximal und distal zu unterscheiden. Das geht eben nur, steht in der letzten Zeile, also ich kann nur eine deiktische oder deiktische Qualität hinzufügen, wenn ich an das Substantiv die Partikeln C, was natürlich auf ici zurückgeht, und la, das ist das la, was wir oben schon gesehen haben, also im Grunde ein Lokaladverb, anfüge. Ne? Im Italienischen geht das natürlich auch, aber da haben wir halt noch wenigstens zwei Stufen an Demonstrativpronomen. Aber ich kann sagen, questo qui, oder questa cosa qui, diese Sache hier. Und hier kann man nur an diesen ja, Partikel, das sind also jetzt keine echten Lokaladverbien mehr, sondern die haben jetzt mehr so Partikelcharakter. In der Schriftsprache werden sie mit Bindestrich angeschlossen. Gesprochen, macht man es nicht, also sie und la, werden dann als Substantiv angehängt. Wobei in der Schriftsprache obligatorisch dann davor se, set oder so, also ein attributivisches Demonstrativpronomen stehen muss. Ne? Also dieses angehängte sie und la geht eben nur, wenn vorne, vor dem Substantiv ein se, set, set steht. Das wird dann auch in den Wörterbüchern als irgendwie zusammengehörig angesehen. Aber aus der gesprochenen Sprache wissen wir, und das ist gut belegt, dass sie und la an Substantive angefügt werden können, ohne dass ein z vor dem Substantiv steht. Also wie gesagt, nur in der gesprochenen Sprache gilt als Substandard. Also die Grammatik verbietet das, die präskriptive Grammatik verbietet das. Aber das finden wir. Ne? Das ist wirklich gut belegt. Also la maison si oder so. Ne? Das ist durchaus möglich. Ist in der gesprochenen Sprache gut belegt. Auch schon seit langem gut belegt.
Von daher muss man diese Partikel vielleicht doch loslösen von den inzwischen anaphorisch gewordenen ehemaligen Demonstrativdrohnen. So, und ich sagte schon, das Altfranzösische wirkt dann eher romanisch. Das können Sie hier sehr schön sehen, denn im Altfranzösischen gibt es den Unterschied zwischen proximal und distal. Da gibt es nämlich verschiedene Demonstrativpronomina, nämlich sist für das Näherliegende, ne, lateinisch ego iste, ist du, dann ist du, das sehe ich dem auf ecke oder ecu zurück, sist und sil, eben geht zurück auf ecu, ilu, ne. Gesprochenes Latein, ne, geschriebenes Latein natürlich, ecke ille, ne. Wobei man Ecke dann wahrscheinlich dann nicht verwenden sollte, das wäre dann zu expressiv. Also sist und sil und das S von sist ist natürlich dann geschwunden, beziehungsweise im Kasus obliquus bei den Maskulina, wir haben ja zwei Kasussystem, dann im Akkusativ sest und da sehen Sie schon, wenn das S dann schwindet, dieses set, das ist genau die Form, die wir oben haben. Und sel, ne? Wobei das L, wenn das L schwindet, sind wir dann natürlich bei C und was dann zu so S wird. Also die sind sozusagen zusammengefallen. Ja, Femininum seste, das S muss verschwinden im Laufe der Sprachgeschichte. Da haben wir Z, das ist genau die feminine Form. Selle, das ist dann auch, ja, das ist praktisch die feminine Form, die wir als, ja, als substantivisches Possessivpronomen dann haben. Das ist zunächst aber auch ein adjektivisches Zelle. Adjektivisches, attributivisches. Attributives Demonstrativpronomen. Dann haben wir noch diese Form sestui oder sestui vielleicht zunächst. Sestui, celui. Das, also celui, aus dem dann celui geworden ist, das sind eigentlich Dativformen, also für indirekte Objekte. Und die haben sich verselbstständigt, beziehungsweise nur die Form celui natürlich, dann als substantivisches Pronomen. Und das Femininum davon, sesti oder setti und celli, sind dann eigentlich auch verschwunden. Ja. Also Sie sehen, da gibt es eben noch proximal und distal im heutigen Französischen nicht mehr, beziehungsweise nur noch über die angehängten Partikel. Partikeln, ja, sie und la. Ja, gut, das wollte ich noch nachtragen. Sie sehen also, das mit den Deiktika ist im Französischen auch radikal abgebaut worden. Eben auch sehr viel mehr als in allen anderen romanischen Sprachen und sogar wirklich erheblich mehr. Wenn Sie bedenken, dass wir fast überall noch ein dreistufiges System haben und hier im Grunde ja fast nur noch ein einstufiges System. Und das ist nur bei den Lokalanwerbern eben mehr. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Das Deutsche, wissen Sie ja, hat auch die Demonstrativpronomina abgebaut. Das gesprochene Deutsch unterscheidet ja nicht mehr zwischen dieser und jener, sondern im gesprochenen Deutsch ist eigentlich nur noch dieser zu verwenden und dann kann ich sagen, dieser hier, dieser da und dieser dort. Ja. Und da sehen Sie auch eine ganz ähnliche Entwicklung. Praktisch im Deutschen Parallelentwicklung. Man kann fast sagen, diese Sprachen, die ja dann eigentlich nicht miteinander verwandt sind, haben sich parallel entwickelt. Das kann natürlich auch mit dem Kontakt zusammenhängen, aber der wäre wieder so früh. Also wie gesagt, da jetzt einen Zusammenhang herzustellen, ist sicherlich schwierig. Noch ein interessanter Punkt am Rande. Wenn Sie sich mit Deixis beschäftigen, werden Sie feststellen, dass oft Proximalformen eher Vokale vor allen Dingen, aber auch Konsonanten enthalten, bei denen der Mund mehr geschlossen ist, während distale Formen dazu neigen, dass der Mund geöffnet wird. Konnte ich Ihnen beim Italienischen nicht so schön erklären, weil das da nicht so ganz passt. Passt allerdings auch wieder, weil wir den I und A Unterschied haben. Und tatsächlich A für Flächen und Bewegung und so verwendet wird. Aber hier haben wir es sehr schön. Bei der leeren
bei der Form, die halt proximal ist, sie oder sie, geschlossener Mund, la, offener Mund. Oh, das ist natürlich schön im Englischen auch hier, oh, obwohl es hier eher korrelativ zu where und there ist, müsste es eigentlich her heißen, heißt aber hier und there. Oh, also das ist schon auch interessant, dass sich das im Vokal unterscheidet. Und ich habe das mal untersucht für 30 Sprachen, was natürlich kein wirklich großes Sample ist, aber Sie erkennen, dass immer wieder dieses ikonische Element auftaucht. Ne? Das muss damit zusammenhängen, dass eben das Zeigen so was Gestisches ist, was offenbar mit dem Mund dann noch nachgebildet wird. Ähnliches Phänomen gibt es auch bei Diminutiva und Augmentativa, also Sprachen, die beides haben. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Diminutiva geschlossene Vokale beinhalten und Augmentativa offene Vokale. Denken Sie an das Italienische, Tortellini, kleinen, no, das sind no, I und Tortelloni, den großen, O, natürlich offen, augmentativ. Große und kleine Nudeln und sind dann entsprechend, also das Augmentativ ist ohne und das Diminutiv, die Diminutivform ist ino. Sehr interessant. Und auch das gibt es wieder in vielen Sprachen, dass Diminutiv und Augmentativ so mit dem Mund nachgebildet werden, offener Mund, geschlossener Mund. Ja. Denken Sie an die slawischen Sprachen mit ihren Palatalisierungen. Für Diminutive und so, naja, also es lässt sich auch sehr schön wiedererkennen. So eine gewisse Tendenz stimmt leider nicht immer, und da ist das halt schwierig und wir können auch nicht alle Sprachen betrachten, aber es ist etwas, was man erwarten kann und häufig wiederfindet. Die sogenannte Ikonizität bei diesen sogenannten emotiven Wortbildungselementen, also augmentativ, diminutiv und im deiktischen Bereich. So, das war aber jetzt so eine Abschweifung. Jetzt zurück zu unseren Sprachen und wir kommen jetzt auf das Kreolische. Und da interessiert uns natürlich, es interessiert uns natürlich die romanischen Kreolsprachen, also die etwas mit romanischen Sprachen zu tun haben. Das liegt nahe, aber es gibt natürlich auch englisch-basierte Kreolsprachen und sogar noch anders basierte Kreolsprachen, zum Beispiel Deutsch. Und ich habe mir gedacht, weil wir ja hier doch eine ganze Reihe von Leuten haben, die allgemeiner an der Sprachwissenschaft interessiert sind, dass ich Ihnen einfach zum Vergleich eine französische Kreolsprache mitbringe, eine englische und am Ende eine deutsche. Einmal verstehen wir die ganz gut und ich kann damit auch so gewisse Vorurteile über Kreolsprachen zerstreuen, weil die deutsche Kreolsprache doch anders ist als die anderen. Und dann hat man doch vielleicht eher ein Gefühl dafür, dass die Kreolsprachen gar nicht so ähnlich sind, wie oft behauptet wird. Es gibt eben Wissenschaftler, die sagen, ja, die Kreolsprachen sind irgendwie alle gleich. Und es gibt sowas wie einen kreolischen Sprachtyp sogar in der Typologie. Aber das stimmt nicht. Also ich halte das für Unsinn. Und ich versuche Ihnen natürlich auch so ein bisschen die Bamberger Schule näher zu bringen, denn Bamberg ist sozusagen eine Hochburg der Kreolistik gewesen zumindest. Meine Vorgängerin ist ja Spezialistin für Kreolsprachen und ist ja immer noch in der Forschung aktiv. Und von daher kann man aus Bamberg auch ein bisschen was über Kreolsprachen wissen, denke ich. Und ja, gut, deshalb also jetzt mal. Also Französisch. Französische Kreolsprache. Es gehört auch zur Bamberger Tradition, dass dann eben von französischen Kreolsprachen oder spanischen oder englischen gesprochen wird und nicht, was man oft hört, von französisch basiert, spanisch basiert, englisch basiert, was
die häufigste Terminologie ist, die Sie finden. Diese Terminologie hat aber einen gewissen Nachteil. Sie hat den Vorteil, deshalb versucht man, sagt man das so, dass sie zeigt, dass es sich um eigenständige Sprachen handelt. Das ist natürlich ein Vorteil. Und wenn man sagt französische Kreolsprache, dann klingt das so, als sei das Französisch. Und wir sagen ja auch zu den romanischen Sprachen nicht lateinische Sprachen. Also, ich meine, das ist ja doch was anderes. Stammen zwar alle vom gesprochenen Latein ab, aber sind eigenständig. Und bei den Kreolsprachen ist es auch so. Die französischen Kreolsprachen stammen vom Französischen ab, ja, sind aber nicht Französisch. Sind Weiterentwicklungen des Französischen. Aber wenn man sagt, und das ist der Grund, warum die Bamberger Schule das so sagt, ist nicht unbedingt jetzt meine Meinung, aber wenn man sagt Französisch-Kreolisch oder französische Kreolsprachen, dann legt man eben auch nahe, und das war eben den Bambergern wichtig, oder ist ihnen vielleicht auch noch wichtig, dass sie wirklich eben vom Französischen, beziehungsweise vom Spanischen, Portugiesischen oder Englischen abstammen und nicht irgendwie, was oft auch behauptet wird, aber möglicherweise Unsinn ist, dass die Kreolsprachen irgendwie was Afrikanisches sind und nur irgendwie von europäischen Sprachen beeinflusst wurde. Also das ist wahrscheinlich der falsche Ansatz. Aber das hört man oft, auch aus politischen Gründen. Wir kommen da gleich auch nochmal drauf. Natürlich hat Sprachkontakt eine Rolle gespielt. Kreolsprachen entstehen im Sprachkontakt, und zwar in einem möglicherweise kolonialen Sprachkontakt, bei dem viele Sprachen aufeinandertreffen oder Menschen aufeinander sprechen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber die Kreolsprachen setzen nicht eine afrikanische Sprache vor. Der afrikanische Einfluss in den Kreolsprachen ist sehr gering. Ja. Also schauen wir uns das mal näher an. Also die französischen Kreolsprachen, da haben wir sie eigentlich alle. Die sind überwiegend in der Karibik angesiedelt. Oder um die Karibik, die Louisiana haben wir auch noch. Wobei Louisiana Kreol fast weg ist. Das ist da findet man noch Namen, Ortsnamen, La Nouvelle-Orléans zum Beispiel, New Orleans, Lafayette und so, Ortsnamen, Familiennamen, heißen dann alle irgendwie, haben irgendwie französische Namen. Die Leute dort. Aber das Kreolische in Louisiana und die viel verbreitetere Sprache in Louisiana, das sogenannte Cajun, was keine Kreolsprache ist, aber auch was mit dem Französischen zu tun hat, die sind alle vom Sprachdruck bedroht, insbesondere die Kreolsprache. Oh, zwei Arten von Louisiana Kreolen, sogenannte Black Creole und White Creole, was auch irgendwie irreführend ist. Aber also die Kreolsprachsprecher sind meistens Afroamerikaner, ein bisschen was Mischlinge. Also Black sind eben eher Afroamerikaner und White, also die Sprecher des White Creoles, was noch weniger, wo sie noch weniger Sprecher finden werden, sind Mischlinge. Das ist praktisch in Louisiana ausgestorben. Kann man wirklich sagen. Also der letzte große Schlag war tatsächlich erst vor kurzer Zeit, 2005, Katrina, der dort besonders gewütet hat. Und viele Leute sind dann aus ihren Orten, da mussten aus ihren Orten wegziehen und haben dann noch weniger Verbindung mit dem Kreolischen oder auch dem Cajun. Also das ist dann ganz schwierig. Also Cajun-Sprecher kann man noch mit Mühe finden, Kreolsprecher
Also ganz schwierig. Aber Sie können es ja versuchen. Es ist sicherlich sinnvoll, da noch Sprachaufnahmen zu machen. Aber man hat es dann überwiegend mit sogenannten Semi-Sprechern zu tun, die halt auch nicht mehr so richtig kompetent sind. Aber ganz in der Mitte, Haiti, natürlich auch durch Naturkatastrophen sehr gebeutelt, und nicht nur durch Naturkatastrophen, sondern auch durch unmögliche politische Zustände. Aber da ist also Haiti-Kreolisch oder Haitianisch, wie man auch sagt, tatsächlich eine lebende Sprache. Also gar kein Problem, dort fündig zu werden. Kann man sogar im Internet hören, also wirklich eine lebendige Sprache. Ja, und dann haben sie da auf den Inseln, auf den kleineren Inseln natürlich auch noch Kreol-Sprachensprecher in Französisch Guyana. Besonders interessant, da wollte ich eigentlich mal forschen, aber aufgrund der auch unsicheren politischen Zustände habe ich dann das doch nicht getan. St. Lucia ist interessant, weil es da sowohl ein englisches Kreol gibt, wie ein französisches und eine Unmenge von Sprechern, die mehrsprachig sind, die also sowohl französisch-kreolisch wie englisch-kreolisch wie französisch wie englisch sprechen. Das ist auch ausgesprochen interessant, wenn man sich für Sprachkontakt interessiert. Und dann haben wir da oben noch den Pazifik, oder nicht den Pazifik, Entschuldigung, den Indischen Ozean, steht ja auch ganz dick da. Ganz im Norden die Seychellen, auch eine sehr interessante Situation. Die Seychellen waren halt am Ende nicht mehr französische Kolonie. Das heißt, sie waren plötzlich britische Kolonie und damit war die Kontaktsprache nicht mehr Französisch, sondern Englisch. Aber also die Kontaktsprache hat gewechselt von Französisch zu Englisch, als das Seychellen-Kreolische schon etabliert war. Und es gibt, also Französisch hat immer noch eine Rolle gespielt bis heute, also Sprache der katholischen Kirche auf den Seychellen ist halt Französisch. Amtssprache ist Englisch. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir auf den Seychellen weniger Einfluss durch das Französische haben. Während La Réunion eben zu Frankreich gehört und damit Französisch hier immer noch die Hauptkontaktsprache ist und alle Leute auch Französisch können und natürlich mit Französisch sehr viel mehr Chancen haben. Ähnlich Mauritius, da ist auch Französisch die direkte Kontaktsprache und da ist natürlich dann das Französische, das Kreol immer unter Druck, weil es immer mehr dann französisiert wird und das ist möglicherweise ein Problem. Das ist noch nicht ganz, sondern die Situation ist einigermaßen stabil auf Réunion und Mauritius, sodass man sich nicht zu sehr Sorgen machen muss, aber wenn Sie das Réunion-Kreolische mit dem Seychellen-Kreolischen vergleichen, dann sehen Sie halt, dass das Seychellen-Kreolisch irgendwie dann doch unabhängiger vom Französischen ist. Deshalb habe ich das hier auch als Beispiel genommen. Das ist wirklich dann vielleicht und interessanter. Ähnliches Problem haben wir mit dem Spanischen und den Kreolsprachen. Das gibt ja hier, sie nicht eingezeichnet vor der Küste von Venezuela, die ABC-Inseln, die eben niederländisch sind, aber es wird dort Papiamento gesprochen, also Kontaktsprache ist das Niederländische und von der ABC-Insel Curaçao ist die größte, Aruba und Bonaire und dort ist eben das Papiamento dann eben auch nicht unter Druck durch Spanisch und dadurch verändert es sich nicht, während das Palenquero in Kolumbien auch eine spanisch-basierte Kreolsprache, eine spanische Kreolsprache, natürlich dadurch, dass die Landessprache auch Spanisch ist, sehr unter Druck ist und praktisch ausgestorben ist, weil die Leute einfach zum Spanischen wechseln und die Kreolsprache dann auch immer Spanischer wird. Das ist halt das Problem. Wenn die
Situation nicht so gefährlich wäre, würde ich auch sagen, fahren Sie dahin und machen Sie Sprachaufnahmen, aber das kann man gerade nicht so empfehlen in Kolumbien. Ja, gut. Also wir schauen uns das Seychellen-Kreolische jetzt mal genauer an, aber was ich sage, gilt auch für die meisten anderen Kreolsprachen, insbesondere für die des Indischen Ozeans und erweitert auch für die der Karibik. Ich werde das auch am Ende nochmal mit so einer synoptischen Tabelle zeigen, dass Sie sehen, das hängt irgendwie alles zusammen. Also wenn wir uns das anschauen, das Vokalsystem ist dreistufig, einfach, A, E, I, O. Auch keine vorderen gerundeten Vokale oder so, also ein einfaches Vokalsystem, dreistufig, wie es einfacher fast nicht sein kann, wenn Sie so wollen. Das Seychellen-Kreolische fällt nochmal auf, auch manche anderen Kreolsprachen durch Nasalvokale, das Seychellen-Kreolische hat sogar vier Nasalvokale, die anderen. Manchmal nur ein Nasalvokal, der dann auch optional ist und so, dann haben Sie Ne oder Mueng, kann man beides sagen. So. Also das Seychellen-Kreolische ist hier noch ein bisschen ausgeprägter mit vier Nasalvokalen. Einfache Silbenstruktur, CV, und da sehen Sie schon, da ist das französische Modell einfach weitergebaut worden. Das Einzige, was ein bisschen seltsam ist und exotisch wirkt, ist, dass verschiedene Kreolsprachen Pränasalierung zeigen, also im Wortanlaut vor allen Dingen. Dann heißt es da oder nd. Aber das lassen wir jetzt mal aus, da kann ich Ihnen auch viel dazu erzählen, wie das entsteht. Das sieht man, hat was mit Spracherwerb zu tun, auch Deutsche, die zum Beispiel Spanisch lernen, machen Pränasalierung. Also das ist, aber wir kommen noch nachher auf die Entstehung der Kreolsprachen und Spracherwerb spielt eine Rolle und da gibt es halt solche Fälle. Ja, Satzbauschemata ist auch sehr einfach. Der Satz muss wenigstens aus einem Verb bestehen. Meistens kommen dann noch irgendwie TAM-Elemente dazu, die präverbal stehen. Also idir zum Beispiel, idir, er, sie, es sagt. Und Sie sehen das prädikative Element dir und i als Tempus, Aspekt, Modus, Marker. Das i steht für, ich sage jetzt mal, Präsenz. Das stimmt nicht ganz. Also Idir heißt, er sagt. Es kann aber auch, wenn ein Text schon durch eine Form an einer anderen Stelle als präterital markiert ist, ist das auch das Präteritalzeichen, wenn Sie so wollen. Das I bedeutet eigentlich nur selbes Tempus, selber Aspekt wie gerade eben. Und im Zweifel, wenn gerade eben nichts war, dann Präsens. Und natürlich Indikativ. So, wenn Sie jetzt noch was dazufügen wollen, dann können Sie das, zum Beispiel Subjekt, vorne, ne, also ein referierendes Element, das ist wirklich optional, das habe ich zweimal in Klammern geschrieben, also das TAM-Element ist gar nicht so optional. Für einen vollständigen Satz muss außer beim Imperativ, Imperativ geht halt so, dir es sagt, das geht schon. Aber wenn es kein Imperativ ist, muss eigentlich ein TAM-Element dabei sein. Also in diesem Fall das I, das wäre das Einfachste. Das ist halt hier drüber. Sodass der Minimalsatz sich praktisch ergibt aus TAM-Element und dem prädikativen Element. Die anderen Sachen sind optional, deshalb zwei Klammern drumherum. Also zum Beispiel Subjekt, hier ist Singular. Eine mythische Person, die auf den Seychellen eine Rolle spielt, irgendwie so ein Wesen, was halb Affe, halb Mensch ist. Darüber, über den werden viele Geschichten erzählt und auch hier die Geschichten, ich glaube, die Geschichte, die ich Ihnen hier als Text mitgebracht habe, da kommt das vor. Da geht es um diesen Singular. Es geht eigentlich immer um den Singular. Also wenn Sie Sprachaufnahmen auf den Seychellen machen wollen, fragen Sie nach Singular und es werden Ihnen Geschichten erzählt. Ja, dann habe ich hier noch so ein Dativpronomen, das ist aber unveränderlich, das Pronomen der dritten Person ist Li, also auch wenn das Subjekt ist, also Li, dir,
geht auch. Lidi, das I wird dann, fällt dann weg, weil das schon in dem Lidi drinsteckt, sozusagen. Ist dann er sagt, das geht auch französisch lui zurück, wie Sie ja erkennen können. Und wenn das nach dem Verb steht, ist es halt Objekt. Wenn es vor dem Verb steht, Subjekt. Und ja, direktes, indirektes Objekt kann man hier jetzt nicht weiter unterscheiden. Singular sagt zu ihm, Singular dir li. So, dann gibt es noch eine Existenzkonstruktion, die Sie aus dem Französischen oder Italienischen natürlich kennen, typisch romanisch, il, ja oder che auf Italienisch. Oh, da fehlt der Akzent, che, ja. Und das gibt es natürlich auch im Georgischen, da gibt es zwei Verben, einmal für Existenzaffirmativ, ana, oder für Existenznegativ, napa, also es gibt nicht. Anna, es gibt. Papa, es gibt nicht. Also, schön kreolisch. Iana. Das ist natürlich wieder das I davor. Und Napa, wo das I jetzt nicht davor kommt, es gibt nicht. Ja. Also, Beispielsatz. Iana le roi. Also, es gibt einen König oder es gab einen König, es war einmal ein König, aber eigentlich ist es, es gibt ein König. Oh, also wenn da nicht vorher schon das Tempus festgelegt ist, ist es doch dann Präsens. Es gibt einen König. Es gibt verschiedene Orthographien, das ist alles nicht so richtig normiert. Gut, also Iana le roi, das ist, glaube ich, jetzt die Standardorthographie mit dem U für den Halbvokal. Ja, orientiert sich halt so ein bisschen am Französischen. Die Orthographie wurde übrigens unter Mitwirkung meiner Vorgängerin, also zum Teil in Bamberg, entwickelt. So, Wortstellung. SVO, Subjekt, Verb, Objekt, haben Sie vorhin schon gesehen. An dem Satz Singular, Idire, Li. Das Objekt war das indirekte Objekt und nach dem Verb. Und innerhalb der Nominalgruppe steht das Attribut nach dem Nomen. Also Adjektive oder zusätzliche Substantive stehen halt nach dem Bezugswort, was sie modifizieren. Das Attribut nach dem. Ja, was haben wir für Wortarten? Wir haben Inhaltswörter und wir haben Funktionswörter, wie erwartet. Inhaltswörter, schwache Nomen-Verb-Unterscheidung wieder. Man erkennt das natürlich an der Stellung, wenn davor irgend so eine Partikel, eine Verbalpartikel steht wie das I, wir werden gleich noch andere Verbalpartikel sehen, dann handelt es sich um ein Verb. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es wahrscheinlich ein Nomen. Dann gibt es Funktionswörter, und zwar auf der einen Seite Pronomina, Präposition und Artikel, wobei das Schellenkreolisch nur indefinite Artikel hat, keine definiten. Es gibt aber Kreolsprachen, die auch definite Artikel haben. Also hier haben wir jetzt keinen definiten, sondern nur einen indefiniten Artikel. Deshalb habe ich das in Klammern geschrieben. Weil der indefinite Artikel ja auch als so eine Grammatikalisierung eines Zahlworts 1 aufgefasst werden kann. Also richtig schöne Artikel sind halt definite Artikel. Und dann gibt es halt Partikel. Also wir haben Inhaltswörter, wir haben Pronomina, Präpositionen, wobei die Zahl der Präpositionen oft gering ist. Das werden wir dann gleich auch noch sehen. Oft gibt es nur eine richtige Präposition oder zwei. Man kann dann mit anderen, mit eher so nominalen Elementen diese Präpositionen kombinieren, um verschiedene Raumverhältnisse herauszubekommen oder über das Verb verschiedene Raumverhältnisse ist möglich, mit dem Verb verschiedene Sachen herzustellen. Wir werden das gleich noch sehen. Und auch die Pronomina sind wenige. Man könnte die eigentlich auch zu den Partikeln rechnen, dann hätten wir nur Inhaltswörter und Partikel, wenn man es genau nimmt. Aber in den meisten Grammatiken wird das nochmal unterschieden, deshalb habe ich jetzt einfach mal drei Rubriken. So, und jetzt kommt der Beispieltext, den Sie auch sehr schnell wahrscheinlich verstehen werden. Ich habe in grün immer die Partikel, Tempus, Modus, Aspektartikel und die Negation. Und in orange die Präposition. Pronomina hätte ich dann auch
Habe ich aber nicht. Ja. Gut. Ich habe vorhin gesagt, es gibt keinen definierten Artikel. Ich habe jetzt hier doch einen definierten Artikel. Gibt's. In Klammern. Schauen wir mal. Was heißt das? Tiana Foua d'un pays Seychelles. Da können Sie schon sehen, wenn man das ausspricht, dann hört man doch eher die Ähnlichkeit in der Französischen, als wenn man das so sieht. Also, es gab einmal im Seychellenland. Seychelles, Also, das T ist das Präteritum. Kennzeichen das Präteritum. Und Sie haben hier sehr interessante Konstruktion, weil wir erst haben Tiana vor Dampi Seychelles und es wird aber nicht gesagt, was es da gab. Das kommt jetzt und das kommt mit dem I, also mit dem vermeintlichen Präsenzkennzeichen. Iana le roi. Es gab einen König. Also es war einmal im Seychellenland, da gab es, gibt es einen König, aber wir wissen jetzt das Präteritum, dann geht es mit I weiter, weil das Präteritum ist, das wissen wir schon. Aber optional kann dennoch das Präteritum verwendet werden, wie im nächsten Fall. Kitiana en Grand Bassin. Ja, das ist jetzt etwas seltsam, das ist wieder die Existenzkonstruktion. Aber vor der Existenzkonstruktion steht noch ein Subjekt, das Ki, Relativpronomen. Ja, Relativpronomen gibt es noch. Also der, es gab ein großes Becken, Wasser, Becken, Swimmingpool. Also der besaß einen großen Swimmingpool, sagen wir mal. Also Becken, ein großes Becken. Das ist ein Swimmingpool, das wird jetzt erklärt. Ladin ist sowas wie ein Lokaladverb. Das kann man aber auch als Substantiv verwenden. Das ist schwierig, der Status. Ladin, also da drin. Tous les bons matins, also jeden Morgen. Bon matin ist der Morgen. Tous les bons matins. Bon matin steht hier nicht. Bon matin. Bon matin. Entschuldigung, das habe ich falsch ausgesprochen. Ladin, tous les beaux matins, il prend son bain, parce qu'il docteur, il fin recommande lit. Also da drin nahm er jeden Morgen sein Bad, weil, Konjunktion, parce qu'il, docteur, der Arzt, es ihm empfohlen hatte. Recommande. Das ist wieder das Problem mit den Orthographien. Das ist jetzt in der offiziellen Orthographie hat man diese Tilde abgeschafft und durch N ersetzt. Das habe ich das jetzt falsch gelesen. Also Rekaman, das ist wirklich ausgesprochen. Rekamanli. Ich finde Rekamanli. Also er hatte es ihm empfohlen. Das Fin ist wieder eine Aspekt ist es eigentlich nicht. Das ist mehr so ein sekundäres Tempus. Also zeigt anterior an. Also er hatte es ihm empfohlen, also er empfiehlt es ihm, Erika Manli, und er hat es ihm empfohlen, aber jetzt, weil alles in der Vergangenheit ist, ist natürlich, er hatte es ihm empfohlen. Das war vor der anderen Handlung, deshalb viel. Also sowas wie anterior. Plusquamperfekt, wenn man will, aber echtes Plusquamperfekt wäre natürlich T viel. Aber das T brauchen wir nicht, weil schon klar ist, dass es im Präteritum ist. Aber Finn sagt, es ist vorzeitig zu dem, was wir vorher haben. Also weil es der Arzt ihm empfohlen hatte. Un jour, eines Tages, il arrive dans bon bassin. Eines Tages kam er zum Rand des Beckens oder kam er an das Becken, würde man vielleicht auf Deutsch sagen. Also das jetzt praktisch Ankunft könnte vielleicht Richtung sein, aber es ist doch der Ort mehr lokal. Arrive geht eigentlich mit lokal, also Präposition da. Und dass der Rand des Beckens ist, ist eben durch das Wort Bord. Bord ist der Rand, aber man müsste das wahrscheinlich dann übersetzen, kam er an das Becken. Also an den Rand des Beckens ist ja klar, also an das Becken. Also speziellere
lokale Relationen werden halt hier zum Beispiel mit dem Substantiv gemacht. Also Borg. Borg. Naja, gut, Borg könnte man auch als Verb verwenden. Dann heißt es Grenzen oder Stoßen an. Borg ist auch Substantiv, klar, nach der Präposition. Borg-Bassin, natürlich wieder ein Kompositum, oder das Bassin modifiziert das Borg, also an den Rand des Beckens. Die Loisal. Das Wasser war schmutzig. Sal haben Sie sicherlich unschwer erkannt. Das eigentliche Adjektiv wird aber hier wie ein Verb verwendet, nach I. Isal. Und Dilo ist Wasser. Dilo. Also nicht Dilo, aber das Erteilungsartikel ist sozusagen mit dem Wort verschmolzen. Dilo heißt einfach nur Wasser. Bei T geht es auch. Was heißt T? So schnell in Kreolisch. Die T. Lilo, die Tee. Lilo Isal. Ja, Ipakapap Beni. Er konnte nicht baden, weil es halt schmutzig war. Ipakapap Beni. Sie sehen, präverbal jetzt erstmal das I, also Tempus Aspekt Modus Partikel, dann Negation, Pa, Kapap. Hier wird er auch als Verb verwendet. Fähig sein. Sage ich natürlich etymologisch capable, aber heißt hier können. Und beignet, baden. Also die Verben werden einfach ineinander gestellt, wenn da jetzt eine Partikel ist. Capable, beignet, sowas wie ein Modalitätsausdruck, capable und dann beignet. Ja, Le Roi y appelle gardien. Der König rief den Wärter. Isurni. Und schimpfte mit ihm. Sur ist in diesem Fall nur homonym mit dem Sur, was wir vorhin hatten. Tag bedeutet aber schimpfen. Also Jure, was dahinter steckt, wie Sie unschwer vielleicht erkannt haben. Und Li ist halt wieder das Abschied. Na, die Geschichte geht dann weiter, der hat dann irgendeine Ausrede. Also nur diesen kurzen Textausschnitt aus Rom 1989, wo man halt sehr schön sehen kann, wie es funktioniert. Wir haben halt immer diese Artikel und wenn Sie die Wörter anschauen, sind natürlich alle Wörter, die hier vorkommen, etymologisch rückführbar auf Französisch. Das ist halt in der Regel der Fall, ganz wenige Wörter, die man dann vielleicht nicht aufs Französische zurückführen kann. Einheimische Pflanzen, Sachen, die irgendwas mit Animismus zu tun haben. Aber selbst da, also wenn wir jetzt mal nach Haiti wechseln würden, wo ja der Voodoo-Kult eine große Rolle spielt, wenn Sie die Voodoo-Wörter anschauen, erkennen Sie auch eigentlich immer, könnten das auch immer französische Wörter sein. Also das Voodoo-Wort für Gott könnte das Wort für Gesetz sein. Also nur. Ja, also wie gesagt, beim Voodoo-Kult gibt es vielleicht ein paar afrikanische Wörter. Aber sonst haben sie eigentlich immer Wörter, die aufs Französische zurückgehen. So, hier nochmal die Ähnlichkeit, um die Ähnlichkeit der Kreolsprache zu zeigen. Das ist ja eine Tabelle aller französischen Kreolsprachen. Sie sehen da, SDL steht natürlich für St. Lucia und so weiter, Louisiana. Und Sie sehen, die Formen sehen sich alle ähnlich. Wir haben hier die unbestimmte Vergangenheit, TTTT. Da gibt es ja noch so Besonderheiten mit TK. Da haben Sie dann im Indischen Ozean dann noch diese Sache mit Finn, was wir hier schon gesehen haben. Das gibt es sonst nicht. Da gibt es halt hier mit dem K noch so andere Aspektunterscheidungen, Imperativ, Progressiv, Zukunft, Pu ist da oft
kann aber auch A-A-L-E sein, was die Zukunft ausdrückt, war. Ja? Auch nur wieder K und G. Etymologisch kann man es auch alles schön erklären aus dem Französischen. Das T oder T ist natürlich ET, wie Sie sich vorstellen können. Ja, konditional gibt es auch. Also wie gesagt, das, Sie sehen halt doch sehr stark in der Einstellung. Also nur das wollte ich Ihnen damit eigentlich zeigen. Jetzt nochmal eine englischbasierte Sprache. Die ich genommen habe, sieht so aus, als wäre sie eine Pidgin-Sprache. Pidgin ist ja eine Verkehrssprache, die als Zweitsprache gelernt wird. Das war auch ursprünglich der Fall bei dieser Sprache. Tok Pisin, deshalb heißt sie eben auch Tok Pisin. Tok kommt von Englisch Talk. Pisin könnte für Pidgin stehen, könnte aber auch für Business stehen. Also Tok Pisin auf Papua-Neuguinea, jetzt auch Papua-Neuguinea-Pisin genannt. Entschuldigung, was rede ich denn? Tok Papua-Neuguinea, genau, ist also da jetzt inzwischen Staatssprache und wird auch als Muttersprache gesprochen und ist jetzt eigentlich eine Kreolsprache, aber eine, die über lange Zeit eine Pidgin-Sprache war, während die französisch-basierten Kreolsprachen eben über lange Zeit, also nicht diese Pidgin-Vorgeschichte hatten, sondern relativ spontan entstanden sind, relativ schnell entstanden sind, aufgrund einer anderen kolonialen Gegebenheit. Ja, was Sie hier sehen, sind zwei einfache Sätze, nämlich, ich bin im Laden, mi stap long stua. Und wie go long stua, ich gehe in den Laden. Also ich bin im Laden, ich gehe in den Laden. Hier haben wir auch erstmal wieder ein Pronomen, erste Person. Dann kommt eine primäre Partikel, die ist zufälligerweise auch i. Geht auf Englisch hi zurück. Das andere ging auf Französisch il zurück, aber es ist Zufall. Erscheint hier aber nicht im Schriftbild, deshalb habe ich das in eckigen Klammern geschrieben, weil nach mi, wenn da schon i ist, das nächste i ausfällt. Aber wenn da kein mi stände, sondern irgendeine andere Form, würde das i eben auch auftauchen. Deshalb habe ich das hier in eckigen Klammern dazu geschrieben. Sie sehen, die Präposition ist dieselbe. Einmal für lokale Befindlichkeit und für Bewegung direktiv und das kann man dem Verb entnehmen. Ich stop long store, ich bin im Laden, ich go long store, ich gehe in den Laden. Jetzt fragt man sich natürlich, was heißt, ich gehe im Laden herum, wenn man nur eine Präposition hat. Naja, man kombiniert dann einfach die Verben. Ich stop, ich go long store, also ich befinde mich und gehe im Laden. Ja. Okay. Kann man auch noch anders aussehen. Ich kann auch sowas machen, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann mit so einem Nomen. Wenn ich sage, ich gehe im Laden umher, kann ich auch sowas sagen, wie go long belly, wie long sore oder sowas. Belly, sage ich der Bauch, aber bedeutet im Inneren von. Also long belly, wie long. Es gibt halt zwei Präpositionen, eine lokale, long, und eine Possessivpräposition, wie long. So, hier ist ein Sachtext aus einem Gesundheitsratgeber, den ich mal gefunden habe. Da geht es, gibt es wichtige Informationen über die Vorbeugung einer Erkältung oder einer Grippe. Passt jetzt ganz gut in die Jahreszeit, deshalb kann man das jetzt hier vornehmen. Also, sic man icus nae rausin planti virus, vorantein win. Also, ein Kranker hustet und bringt viele Viren hervor, zusammen mit dem Atem. Ja, also sic man, sla, Kranke, icus, das ist das Verb, cus, kann auch Substantiv sein, in der Verbunterscheidung ist das schwach, hängt vom Kontext ab. Cus heißt husten, i zeigt ihm an, Verbpräsenz, na i rausim, raus ist tatsächlich aus dem Deutschen, Sie wissen, die Deutschen waren da mal als Kolonialherren
in Papua-Neuguinea, da gibt es noch das eine oder andere Wort, wie Teppelin für Flugzeug und raus für raus. Und das Im am Ende ist ein Transitivmarker, also hervorbringen etwas, was dann kommt. Plantivirus, viel Virus, also Planti, viel Virus, das Virus. Neues englisches Lehnwort natürlich. Also, und bringt hervor viele Viren zusammen mit One-Time, mit was One-Time, aber Sie können die Etymologie natürlich leicht erkennen. Win ist Wind oder Atem. Mani no gazik, na emi stat klostu, emi pulim win, na i pulim sampela virus, i come inside one time. And now, sik i ken kissim em tu. Also, ein Mann, ein Mensch, der nicht krank ist. Also eigentlich, ein Mensch ist nicht krank. Und M ist dritte Person Singular. Er oder sie, er ist, befindet sich in der Nähe. Also ein nicht kranker Mensch, der sich in der Nähe befindet, oder ein Mensch, der nicht krank ist und sich in der Nähe befindet. Emi Polimuin, also er nimmt auf, M ist wieder, das hätte ich grün machen müssen, M ist wieder der Transitivmarker, Win, also er nimmt die Luft auf und nimmt etwas Viren, einige Viren auf, jetzt wieder direkt angeschlossen das Verb, das ist halt der Satz für die Relativsatzkonstruktion, die gleichzeitig hineinkommen. Und die Krankheit kann ihn auch befallen. Können, kiss ist catch eigentlich, also bekommen. M-Now ist rausgestellt, Extraktionsfokus. Also die Krankheit kann Ihnen jetzt auch befallen. Ja, also Sie sehen, mit ein bisschen Knobeln kriegt man das immer raus. Und Sie sehen auch hier wenige grammatische Elemente, die eben auf Partikelbasis bestehen. Also natürlich die Negationspartikel, die auch grün machen müssen. No, präverbal nach dem I. Dann gibt es ein Suffix, dieses Transitivsuffix. Pronomina gibt es, M, dritte Person. Und Ni, erste Person. You, zweite Person. Erste Person Plural ist dann Yumi oder Jupella, je nachdem, ob es inklusiv oder exklusiv ist. Also wir alle mit dem Sprecher, also Sprecher und Angesprochener mit eingeschlossen, oder nur der Sprecher mit seiner Gruppe und den Angesprochenen. Und das ist dann exklusiv, Mipella und Jupella dann zweite Person Plural. Also wie gesagt, das ist relativ einfach, wie Sie sehen. Ja, und wie gesagt, diese interessanten präverbalen Partikel. So, jetzt sind wir fast am Ende. Ich wollte Ihnen noch unser Deutsch oder Rabaule Creole German vorstellen. Das schaffen wir, glaube ich, gerade noch. Wir schauen uns einfach den Text an. Sie verstehen das vielleicht so. Ein König war dachte ich gegeben in Seni. König. Wollte ich sagen, möchte ich, wenn ich gerne bei dir eine schöne Tochter, Gold spinnen kann. Ihre Arbeit ist gut. Und sie ist ganz gut. Bringen ihn kommt. Ich will versuchen, ihre Arbeit.
Also hier, es kommt dann noch ein Ausschnitt. Wir haben aber jetzt nicht mehr genug Zeit. Na, vielleicht schaffen wir es das nächste Mal noch. Das ist dann jetzt nicht mehr so viel. Wo ich dann nochmal so ein bisschen analysiert habe, wie ist das mit den Formen. Also Sie haben wahrscheinlich die Geschichte schon erkannt. Das ist die Geschichte von Rumpelstilzchen, die da erzählt wird. Ne? Und der Tochter, die da Stroh zu Gold spinnen soll und dann hilft Rumpelstilzchen und das funktioniert dann auch und dann heiratet die den König und dann will aber Rumpelstilzchen Lohn haben und zwar das erstgeborene Kind und dann will die Mutter natürlich ihr Kind abgeben und so. Ja. Sie kennen diese Geschichte, ein bisschen gruselig. Aber das wird halt danach erzählt und sie sehen dann tatsächlich, dass hier wieder so gewisse Vereinfachungsstrategien natürlich vorliegen. Sie haben es vielleicht auch schon gesehen. Diese ganzen Kongruenzsachen funktionieren irgendwie nicht richtig. Die Vergangenheitsformen sind vereinfacht und so. Aber wir haben doch sehr viel mehr Flexion hier drin, als wir das bei dem französisch basierten Text hatten und bei dem englisch basierten Text. Nun ist natürlich klar, da gibt es natürlich noch Sprachkontaktphänomene. Das Deutsche hat hier auch immer noch einen Einfluss gehabt.
Und von daher ist natürlich hier gerade bei diesem Sprecher tatsächlich auch noch sehr viel deutsche Grammatik mit drin. Wir können das nächste Mal noch mal ganz kurz anschauen und dann will ich Ihnen noch mal kurz näher bringen, welche Hypothesen es gibt, warum die Kyrillsprachen alle so ähnlich sind. Sie können sich das jetzt aber auch schon fast denken. Ja, und dann sind wir eigentlich so weit, dass ich Ihnen noch mal einen Gesamtüberblick gebe über das, was wir dieses Semester gemacht haben, damit dann diejenigen, die das brauchen, und das weiß ich leider noch nicht, in der letzten Sitzung dann auch einen Abschlusstest schreiben können. Aber wie gesagt, die meisten brauchen das ja gar nicht. Von daher haben sie dann in der letzten Woche frei, sofern sie diesen Test nicht machen wollen. Und wir sind dann sozusagen in der nächsten Woche schon praktisch mit unserem Stoff am Ende der Möglichkeit. Ja, gut. Dann bleibt jetzt wenig Zeit für Fragen, aber beim nächsten Mal besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, falls Sie noch Fragen haben, die dann zu beantworten. Und wenn Sie, wie gesagt, an dem Test teilnehmen, wäre es auch ganz gut, wenn Sie mich darauf hinweisen, damit ich ungefähr die Ahnung habe, wie viele Übungsblätter ich vorbereiten muss für diesen Abschlusstest. Es werden wahrscheinlich nicht viele sein, denke ich mal. Aber vielleicht sagen Sie mir das dann mal. Ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende.